Guten Tag, mein Name ist Sebastian Barthor. Ich bin kein IT-Spezialist, ich habe hier Archäologie studiert in Berlin und mich nebenbei halt in der Community-Arbeit in Ubuntu eingearbeitet und will jetzt einfach nur einen kurzen Abriss über das System geben. Es gibt ja viele Worte, die man so hört, Kernel zum Beispiel, und einfach so, wie die alle ein bisschen zusammenhängen, so ein kurzer Überblick. Das Problem an diesem Vortrag ist, dass es sehr viele Themenbereiche gibt, die ich halt einfach nur so anreiße. Allerdings nicht wirklich in die Tiefe gehen kann, weil ich habe ja nur eine Stunde und ich möchte auch nicht mehr als eine Stunde reden, beziehungsweise ich will eigentlich eher eine halbe Stunde reden und dann auf eure Fragen antworten. Ich werde zuerst auf die Grundbegriffe eingehen, das ist auch ein ganz kurzer Abriss der Geschichte. Dann ein kurzes Schaubild zeigen, was passiert eigentlich zwischen Anwender und Hardware im Rechner. Bevor ich auf eines der zentralen Elemente jedes Betriebssystems, den sogenannten Kernel, eingehe, dann kurz erkläre, was die Prozesse in einem Linux-System sind, beziehungsweise einem Unix-System, das ist ja globaler. Dann auf die grafische Oberfläche eingehen, bevor ich nochmal ganz kurz eine Tour de Force durchs Dateisystem mache, die ich auch möglichst kurz halten will. Als ich diese Ankündigung geschrieben habe, wusste ich nicht, wie viel das ist. Ich hoffe, dass ihr dann zumindest einen Überblick habt, aber nicht gelangweilt seid. Also, Richard Stallman kam in den 80ern auf die Idee, dass er doch ein freies Betriebssystem gründen möchte und hat dort schon in seinem sogenannten GNU-Projekt angefangen. GNU stand damals für General Public, not Unix, also die General Public License. Das wurde später umgedichtet zu GNU, not Unix. Und er hat auch schon mit seinen Freunden, sage ich jetzt mal, einige Programme entwickelt, die halt notwendig sind, um ein freies Betriebssystem zu haben oder neu implementiert. Genau, Emacs, höre ich hier schon, das ist eine der bekanntesten Sachen, also ein Texteditor. Das Problem dabei war, dass dieses Betriebssystem keinen Kernel hatte. Diesen hat dann Linus Torvalds Anfang der 90er, ich glaube 93 war ein wichtiger Meilenstein, veröffentlicht wurde Linux als freies Projekt ja relativ früh, also in 0, so irgendwas. Genau, und diese beiden Komponenten wurden zusammengepackt und die ermöglichten dann den Grundstock des freien Betriebssystems, das wir heute Linux nennen. Im Umfeld der Free Software Foundation wird auch gerne GNU/Linux gesagt, um einfach den GNU-Anteil auch herauszustellen. Das Problem ist, dass es zwar die verschiedenen Projekte gibt, die diese freien Programme, aus dem man ein Betriebssystem bauen kann, liefern. Und die Aufgabe der Distribution, wie es zum Beispiel Ubuntu ist, besteht darin, das alles zu einem Ganzen zusammenzupacken. Die Distribution sammelt die Einzelprogramme, also wir haben hier den Linux-Kernel, hier die GNU-Tools, wir haben da LibreOffice, wir haben da Firefox. Die packen wir zusammen, entscheiden uns einfach für eine Version und dann sorgen wir dafür, dass daraus mehr oder weniger ein Ganzes wird. Daraus werden dann auch für die einfache Installation Installationsmedien erstellt. Und ganz wichtig ist die Paketverwaltung, also einfach das, was die Installation der Programme ermöglicht. Die ganze Infrastruktur wird üblicherweise von der Distribution hergestellt. Die meisten Distributionen sorgen auch noch für ein einheitliches Look und Feel, dass überall ihr Logo drauf ist und vielleicht eine bekannte Farbe. Das ist mehr oder weniger Kühe, aber macht sich gut beim Verkaufen. Die wichtigsten Distributionen in diesem Zusammenhang sind Debian. Ein altes Projekt. Seit 93 existiert Debian. Es ist eine Community, das heißt, ein Vorstand wird gewählt, ich glaube für ein Jahr. Und dann gibt es halt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich um bestimmte Bereiche kümmern und da diskutieren und dann wird halt was gemacht oder wird auch wieder zurückgenommen. Das ist bei Ubuntu komplett anders eigentlich. Es gibt Canonical, die Firma von Mark Shuttleworth, die hinter Ubuntu steht und im Prinzip auch die letzten Entscheidungen alle trifft. Die Richtungsentscheidungen werden von Canonical, das halt als Firma hierarchischer aufgebaut ist, getroffen. Ubuntu ist sehr viel jünger. Wati Wahok, das erste Ubuntu-Release, erschien 2004. Und das Besondere an Ubuntu und Debian ist, dass Ubuntu auf Debian basiert. Debian-Pakete werden automatisiert übernommen, bis zu einem gewissen Punkt in der Entwicklung von Ubuntu. Dann werden eventuell noch Veränderungen, also Ubuntu-spezifische Patch oder gewisse Programme sind auch in Ubuntu neuer als in Debian vorgenommen. Und natürlich werden Ubuntu-Spezifika eingepflegt. Das bekannteste wäre Unity wahrscheinlich. Wie läuft das nun ab? Also das ist von Quantal Quartzal, also der Ubuntu-Version der Schedule, also der Entwicklungsfahrplan. Und bis zum 5. Juli wurde automatisiert alles, was sich in Debian verändert, auch in Ubuntu übernommen. Danach wurde das abgebrochen und sich halt nur noch darum gekümmert, dass halt das Ganze zu Ubuntu wird dann.
Leider war, als ich die Präsentation gemacht habe, neulich der neue Release Shadle draußen. Der Feature Freeze, ja, der ist im 23. August, anderthalb Monate später. Also nach dem Feature Freeze werden keine neuen Features mehr übernommen, sondern nur noch Bugfixes gemacht. Sämtliche Änderungen in Debian, daraus wird ja Ubuntu. Also werden sämtliche Debian-Sachen in Ubuntu übernommen, aber Ubuntu nimmt noch Änderungen vor. Wenn irgendein Ubuntu-Entwickler jetzt merkt, hier gibt es einen Bug, dann sagt er, okay, ja, den kann ich so und so fixen, macht halt für Ubuntu einen Patch. Es ist wohl so, dass teilweise automatisiert auf neuere Debian-Pakete dieselben Patches verwendet werden, aber eigentlich wäre es der sinnvolle Weg, wenn der Debian sagt, wir haben dann das Problem, hier ist der Fix, macht das bei euch mal auch, weil dann hat er beim nächsten Release nicht dasselbe Problem. Ja, das Problem ist halt, dass wenn das jetzt irgendwie nur mit Unity im Zusammenarbeit dieser Bug auftritt, dann ist es nicht unbedingt für Debian einsichtig, ob das nicht einfach Ubuntu-Problem ist und dass Debian einfach nicht sagt, wir übernehmen das so, das hat ein anderes Problem dann, wo halt Debian das nicht übernimmt oder das wird einfach nicht weitergeleitet. Inwiefern da nun Wahres dran ist, dass Ubuntu die Sachen nicht weitergibt, wer nun schuld ist, möchte ich jetzt nicht zu äußern, aber es ist halt so, dass Debian-Änderungen automatisch in Ubuntu übernommen werden, aber nicht andersrum. Andersrum muss halt jemand noch was anfassen. Und da kann sowohl das aus welchen Gründen auch immer, weil man nicht genug Zeit hat oder so, auf Ubuntu-Seite unterbleiben oder auch in Debian abgelehnt werden. Genau, jetzt einfach nur mal kurz der Fahrplan fürs System. Es gibt sozusagen auf der linken Seite den Anwender und ganz unten die Hardware, also den Teil des Computers, den ich anfassen kann. Dazwischen sind ein paar Schichten angeordnet. Im Prinzip, der Anwender interagiert hauptsächlich mit den Anwendungsprogrammen, die Teil einer Desktop-Umgebung sein können, aber nicht müssen. Der Fenstermanager, auf den werde ich noch dezidiert zu sprechen kommen, unterstützt einfach die Anwendungsprogramme noch etwas. Für die alle grafischen Darstellungen ist der X-Server zuständig, beziehungsweise das X-Windows-System, das sich in X-Server und X-Client teilt. Darunter kommt der Kernel, der hauptsächlich mit der Interaktion mit der Hardware zu tun hat. Und am Schluss die Hardware. Nicht ganz umsonst ist das hier so ein bisschen gewellt angeordnet. Nicht nur passt es so besser auf die Folie, sondern es gibt auch immer Ausnahmen. Aber im Prinzip ist es so, dass die meisten Programme nur mit der jeweils unter- oder überliegenden Schicht interagieren. Bei gewissen Sachen muss halt mal ein Anwendungsprogramm direkt auf Hardware zugreifen, das kann es auch, aber das ist jetzt nur so ein generelles Bild, das sollte man nicht allzu ernst nehmen. Der Vorteil ist einfach, dass ich den Kernel habe, der sich um die Hardware kümmert und mich dann im Anwendungsprogramm eigentlich wenig darum kümmern muss, was ist jetzt für eine Grafikkarte da eigentlich drin. Ich sage halt einfach entweder meiner Desktop-Umgebung oder dem X-Server, was das Programm gezeichnet haben möchte. Und der X-Server kümmert sich dann um den Rest, wo er dann auch den Kernel dann noch als Vermittler einbezieht. Und ist auch durchaus möglich, das System irgendwo hier abzuschneiden. Also X-grafische Oberfläche braucht man nicht. Und diese Sachen lassen sich eigentlich auch größtenteils austauschen oder mehrere Desktop-Umgebungen laufen lassen. Darauf werde ich noch kommen. Aber zuerst kurz zum Kernel. Kernel ist Englisch für Kern, also der Kernel ist der Kern des Betriebssystems. Er kümmert sich vor allen Dingen um die Hardware-Interaktionen. Das heißt, die Kommunikation mit der Hardware, das heißt die Treiber, die Verwaltung der Hardware, dann die Zuteilung von Rechenzeit an die Programme. Also der Kernel hat den Finger drauf, wer bekommt CPU-Zeit und wann bekommt er sie und zu welchen Bedingungen. Und die Speicherverwaltung. Erstens der RAM. Der Kernel weist zu, wer wo RAM bekommt und weiß auch sozusagen, wessen RAM-Bereich jetzt das gerade ist. Und auch sämtliche Zugriffe auf Massenspeicher, Festplatten oder SSDs laufen über den Kernel. Womit man vielleicht als erstes Kontakt mit dem Kernel hat, sind die sogenannten Module. Das war irgendwie mein Erstkontakt, so wo ich ein bisschen mehr mit dem Kernel zu tun haben musste. Module können zur Laufzeit geladen werden, das heißt mitten im Betrieb. Diese werden wie Code des Kernels ausgeführt, haben damit auch dieselben Rechte und können damit Sachen machen, die halt Programme nicht können, was vor allen Dingen interessant ist für Treiber. Eventuell hatte der eine oder andere schon mal damit zu tun, dass er irgendwie für seine Hardware, was meistens das erste ist, ein Modul irgendwie kompilieren muss, damit es läuft. Hier noch kurz die wichtigsten Befehle. Also mit lsmod kann man sich die geladenen Module anzeigen lassen. Mit Modprobe ist es möglich, die Module zu manipulieren, also zu laden oder zu entfernen.
während Mod-Info entsprechende Informationen zu einem Modul auflistet. Also unter anderem eine kurze Beschreibung und wer dafür verantwortlich ist. Genau. Die Prozesse. Also ein Prozess ist im Prinzip die ausgeführte Form eines Programms. Es ist auch möglich, dass ein Programm mehrere Prozesse startet. Das kann es sich aussuchen. Also der Firefox, habe ich heute festgestellt, ein sehr großer Meister drin, weil er halt alles voneinander abschirmen will. Ein Daemon, also Daemon im Englischen, ist auch ein Prozess, der einfach nur im Hintergrund läuft, keine Interaktion mit dem Benutzer nötig hat und irgendwelche Aufgaben im Hintergrund erledigt. Beeinflussen von Prozessen, das werde ich kurz mal zeigen. PSAUX zeigt einfach alle Prozesse, die auf einem Rechner laufen, an. Man sollte damit grep nochmal raussuchen, was man genau will. Aber ganz interessant ist auch PSTree. Okay. Genau, hier sieht man sehr schön, was eigentlich passiert. Wir haben einen Prozess hier ganz oben, das ist init. Der wird beim Start des Systems gestartet. Und Prozesse können Kindprozesse erzeugen, beziehungsweise wenn ein neuer Prozess gestartet wird, dann erzeugt ein Prozess, sozusagen eine Kopie von sich, die dann zum neuen Prozess wird. Also init hat hier verschiedene Prozesse erzeugt, also eine ganze Menge, unter anderem den Network Manager. Das ist der für das Ikon oben rechts, was für die Netzwerkverbindung zuständig ist. Und der Network Manager hat wiederum verschiedene andere Prozesse gestartet, die da zu sehen sind. Das ist ganz interessant, wenn man sich sehen will, wer eigentlich wozu gehört und was von wem gestartet wurde. Zum Beispiel, wenn man mehrere Shells hat und eine davon abschießen will. Irgendwo. Das sieht man hier. Ich habe mein GNOME-Terminal, in dem mehrere Shells laufen. In einem läuft jetzt gerade Compiz. Und in dem anderen habe ich gerade gearbeitet. Hier ist PSTree und noch eine Bash. Warum heißt da kein Less? Na gut. Interessant ist auch diese Zahl. Das ist die Nummer eines Prozesses. Mit der hat man vor allen Dingen Kontakt, wenn man diesen Prozess beenden will. Also weil es sich aufgehangen hat oder so, dann kann man mit dem Befehl kill ihn entsprechend beenden. Nur noch kurz zum Überblick über die grafische Oberfläche. Diese wird im Moment vom sogenannten X-Window-System oder X11 genannt, realisiert. Das ist die Standardanwendung dafür. Es teilt sich in zwei Systeme, einmal den Klienten und den Server. Der Klient ist das Anwendungsprogramm und dieses Anwendungsprogramm sagt dem X-Server, ich hätte gerne das und das gezeichnet. Gib mir das mal über die Grafikkarte oder sonst wie auf den Monitor aus. Der Server verwaltet nicht nur die Hardware, sondern auch die Eingabegeräte. Und gibt die Eingabe dann weiter an den X-Client, der dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt die und die Tastatureingaben bekommen. Als Reaktion darauf möchte ich mein Bild wie folgt ändern, lieber X-Server. Und dann gibt der X-Server die Veränderungen aus. Es ist auch möglich, mehrere X-Server nebeneinander zu starten. Das ist im Prinzip das, was passiert, wenn man den Benutzer wechselt. Genau, wenn man jetzt einfach mal mit PS sucht in der Ausgabe nach dem X-Server, dann sieht man hier zwei Sachen. Einmal sieht man den grep-Befehl, dass er nach X suchen soll, hat und deshalb auch sich selbst findet und den entsprechenden X-Server. Hier ist noch die Nummer des X-Servers, die auch entsprechend notwendig ist, damit Programme wissen, an welchen X-Server sie sich wenden sollen. Wenn ich jetzt den Benutzer wechsle, muss nehmen, was man kriegen kann. Genau, jetzt gibt es zwei X-Server. Einmal den, auf dem ein anderer Benutzer läuft und auf dem dieser Benutzer läuft. Das hat einfach den Vorteil, dass sich die beiden Benutzer nicht in die Quere kommen. Unter anderem kann man auch solche Sachen verhindern, wie das Auslesen von Tastatureingaben vom anderen X-Server. Und auch verschiedene Einstellungen sind einfach möglich. Im Prinzip ist der X-Server, wie man sieht, für jedes andere Programm. Ich kann auch mehrere Shells aufmachen oder mehrere Firefoxe. Aber er hat halt nur eine Funktion, halt auch, die für andere Programme wichtig ist, im Gegensatz zu einer Shell. Ich hatte den Fenstermanager schon kurz erwähnt. Das ist im Prinzip ein Hilfsprogramm, das einfach für die Fensterverwaltung zuständig ist. Also ohne einen Fenstermanager wäre es nicht möglich, dass man mehrere Fenster nebeneinander hat, dass man diese Fenster bewegen kann.
Und gewisse grafische Effekte, vor allem die Transparenzen, werden auch in den Fenstermanager implementiert und dadurch gemacht. Auch dieser Fenstermanager lässt sich problemlos im laufenden Betrieb austauschen. Es gab einmal das Problem an den alten IE-PCs, also den ganz alten, 700, also das erste, dass Kumpels da nicht damit zurechtkamen, wenn diese an einen Beamer angeschlossen würden mit den zwei Bildschirmen und dann immer abgestürzt ist. Das habe ich an einem Vortrag aber nur dadurch gemerkt, dass die Tastaturkombinationen plötzlich nicht mehr so funktionierten, wie ich das mir eingestellt hatte. Denn die sind im Fenstermanager eingestellt, weil Metacity einfach komplett die Sache übernommen hatte, ohne dass ich da irgendwie viel davon gemerkt habe. Es gibt viele Fenstermanager, Kavin von KDE, Metacity von GNOME 2, durch Matta, glaube ich, in GNOME 3 ersetzt, Compiz, der unter anderem auch in Unity verwendet wird, ja, und verschiedene kleinere, Fluxbox, Offsom für die Leute, die ihre Hände nicht von der Tastatur nehmen wollen und viele weitere. Da kann sich jeder aussuchen, was ihm gefällt oder das nehmen, was voreingestellt ist. Ja, kurz noch zum Window Manager. Er kann, wie ich schon vorgezogen habe, im Betrieb getauscht werden. Das werde ich mal kurz zeigen. Place, so. Weil Metacity keine Transparenz unterstützt, jedenfalls nur eingeschränkt, ist dieses Terminal nicht mehr transparent. Es ist der Hintergrund rein kopiert worden. Man sieht hier noch so den Schatten dieses Berges. Ich hoffe, dass man den auch da hinten sieht. Aber im Prinzip habe ich wieder Dekoration der Fenster. Ich kann auch zwischen ihnen wechseln. Genau, und jetzt wieder Compiz übernehmen lassen. Das Problem ist, dass die virtuellen Desktops bei Compiz und Metacity anders implementiert sind, wodurch mir jetzt alle Shells auf einen Desktop kommen. Man sieht jetzt hier die Compiz-Transparenz, das heißt, ich sehe das zweite Terminal unter dem ersten und darunter halt meine Bildschirmpräsentation. So, ich bin auch schon fast am Ende. Jetzt kommt noch kurz ein bisschen Laber, der File-System-Hierarchie-Standard. Es geht darum, dass man Dateien nicht einfach irgendwo lagert, sondern dass man weiß, wo sie liegen, einfach um eine gewisse Ordnung zu haben und damit sowohl Programme als auch Anwender vorhersagen können, wo sich diese Dateien befinden. Der Standard ist, glaube ich, in den 90ern zuerst entwickelt worden. Die letzte Version ist von 2004 oder 2006. Die Dateien werden in statische und veränderliche Dateien geteilt, also statische Dateien ist einfach alles, was sich normalerweise, wenn ich keine neuen Programme installiere, nicht verändert. Zum Beispiel Logdateien sind veränderlich und in lokale und shareable. Shareable ist ein Zitat aus dem Standard einfach, das besagt, es gibt gewisse Dateien, die ich vielleicht einfach im Netzwerk verteilen will. Ich habe einen Computerraum mit 20 Desktops und egal wo ich mich hinsetze, soll ich mein Home-Verzeichnis haben. Dadurch kann ich einfach das Home-Verzeichnis zentral lagern. Der Sinn hinter dieser Angelegenheit ist auch, dass man sich sein System auf Partitionen auslagern kann und je nachdem, welche Partition was ist, muss diese Partition nicht lokal vorliegen oder muss halt, weil sie nicht veränderlich ist, nicht täglich gebackupt werden, sondern nur, was auch immer ich einfach angemessen halte. Debian hat eine Kopie dieses Standards, die ich benutzt habe, die unter diesem Link zu erreichen ist. Ansonsten ist die teilweise auch lokal vorinstalliert. Ja, wenn man sich einfach mal root anguckt, gibt es eine ganze Liste von Verzeichnissen. Bin, sollte bekannt sein, ist einfach das Verzeichnis für ausführbare Dateien. Sbin ist für System-Binaries, die man nur als Super-User, also als root ausführen darf. In boot, wie der Name sagt, ist alles, was notwendig ist, damit der Kernel gestartet werden kann, also der Kernel selbst und der Bootloader, GUAP. Dev ist ein besonderes Verzeichnis, weil dort nicht Dateien im herkömmlichen Sinne liegen, wie es ein Textdokument ist, wie es eine ausführbare Datei ist, sondern die Dateien dort repräsentieren Devices, also Hardware. Das, wenn wir uns das mal angucken, beispielsweise sehr bekannt ist SD. D steht für Disk und dann wird die erste Festplatte mit A bezeichnet, die zweite mit B. Also im Prinzip wird eine Festplatte durch eine Datei im Ordner Devices, also Dev, repräsentiert. Es ist auch möglich, aber vielleicht nicht unbedingt ohne tiefere Kenntnisse sinnvoll, dort zu schreiben oder auch zu lesen.
Und das ist einfach Teil der Unix-Philosophie, dass alles ein File ist und dass man dadurch alles irgendwie auf eine gleiche Weise ansprechen kann. etc, auch ein Verzeichnis, das man öfter mal begegnet. In etc liegen globale Konfigurationsdateien, halt alles, was nicht nur userspezifisch konfiguriert ist. Das würde in Home liegen, wo neben den lokalen Konfigurationsdateien auch noch die Daten eines Benutzers liegen. Lib sind einfach Bibliotheken, das heißt Programme, die bestimmte Funktionen, zum Beispiel Anzeige von JPG-Dateien, für andere Programme bereitstellen. Media, der traditionelle Mountpunkt. Und Mount ist einfach nur, damit man als Systemadministrator, wenn man irgendwo schnell was mounten muss, also ein Verzeichnis hinhängen kann. Also das Problem ist, wenn du es nach Media mountest, musst du ja vorher einen Unterordner erstellen. Sonst würdest du nämlich nicht nach dem Standard machen, weil sonst würdest du ja Media übermounten und Media braucht das System ja für was anderes. Aber Mount ist extra freigehalten, damit du kurz was mounten kannst. Falls man irgendwas, was vom Rest des Systems, das nicht richtig dazugehört, zum Beispiel proprietäre Software oder so, wird die gerne noch opt gepackt. In opt kann der Root-Verzeichnisbaum teilweise wieder kopiert werden, dann im Verzeichnis der entsprechenden Applikation. Und dadurch wird einfach sichergestellt, dass die in opt installierte Software nicht mit dem Rest des Systems irgendwie interferiert. Root ist einfach auch ein Home-Verzeichnis, das so aus traditionellen Gründen besteht für Root. Temp, alles was man nach Temp legt, sollte man nicht erwarten, nach dem nächsten Neustart noch wiederzufinden. Aber falls man noch irgendwas kurz ablegen will, kann man das da gerne machen, auch als Programm, wo es halt eigentlich für vorgesehen ist. Interessant wird es bei User. In User liegen einfach die meisten Programmkomponenten, ein Großteil des Systems und zwar alles, was statisch ist. Wenn man sich das anguckt, stellt man fest, dass man auch dort wieder bin und lib hat und andere Unterverzeichnisse, die schon im oberen Verzeichnis sind. Die Rationale dahinter ist, dass das Root-Verzeichnis möglichst klein gehalten werden soll und User kann aber ausgelagert werden. Wenn ich nun aber in User bin, die entsprechenden Programme habe, die ich brauche, um auf mein User-Verzeichnis zuzugreifen, funktioniert das nicht. Deshalb muss ein grundsätzliches System, die grundsätzlichen Programme, gewisse Programme müssen in bin liegen, in Root-Bin. Damit, wenn einfach der Kernel hochkommt, sein Root-Dateisystem hat, muss er die Programme haben, mit denen er den Rest des Dateisystems zusammenmounten kann. Aber es sollte nach Möglichkeit nicht mehr dort drin sein, damit man einfach mehr Flexibilität beim Auslagern von Dateien hat. Der Standard kommt aus der Mitte der 90er und da ist halt noch dieses Mindset da drin. Wenn man standardkonform gibt, da gibt es irgendwie eine Liste von Dutzend Sachen, die halt in bin sein müssen. Var ist vor allem für varlog bekannt, einfach Variable, sämtliche variablen Dateien werden dort hingezeigt. Interessant sind noch proc und sys. Das sind keine Dateisysteme im herkömmlichen Sinne, sondern einfach Schnittstellen, virtuelle Dateisysteme, die gewisse Schnittstellen bereitstellen. In proc hat jeder Prozess seinen eigenen Unterordner. Diesen braucht er auch, um laufen zu können, wo halt er seine gewisse Informationen bereitstellen kann. Genauso ist sys. Zum Beispiel gibt es in sys einen Unterordner, in dem man die aktuelle CPU-Frequenz auslesen kann. Das läuft wie folgt, das ist im Prinzip ein virtuelles Dateisystem des Kernels und der schreibt jeweils in eine Datei sys irgendwas, CPU-Frequenz, die aktuelle Frequenz und kann mit cut ausgelesen werden. Es ist auch möglich, wenn man weiß, was man tut, gewisse Einstellungen einzustellen, indem man gewisse Dateien in diesem virtuellen Dateisystem überschreibt. Es liegt nicht auf der Festplatte, im Prinzip muss es irgendwie in Memory liegen, aber es ist mehr so eine Umleitung auf gewisse Informationen, die im Kernel liegen. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.